Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Test von den Derpioten hier mit dem guten Mad Mike. Da habt ihr auch schon das Bild in der Fresse. Wir spielen oder testen heute an 7 Days to Die. Dabei handelt es sich um ein Survival Endzeit FPS Minecraft und sonstiges Spiel. So ein bisschen DayZ ist auch mit dabei, wenn man das Ganze so spielen möchte. Und wir sind hier mit dem guten Sebastian, dem guten Mark und dem guten Mark unterwegs. Marce, der Marceman, der Sebastian und irgendwo ist noch der andere Kerl. Und wir haben schon ein ganz gutes Ding gebaut. Also letzten Endes ist es so, ihr werdet in die Welt geschmissen mit nichts, wie es halt so üblich ist. Zum Beispiel in Rust habt ihr das auch immer ziemlich gut. Ihr könnt die anderen Videos von Rust auch gerne mal angucken. Sind bei uns im Kanal unter der Playlist gut zu finden. Und könnt also jede Menge Sachen herstellen. Seht ihr hier schon, Kisten hinbauen und so weiter und so fort. Ich leite euch einfach mal so durchs Gameplay mit durch. Ich gehe jetzt gleich ins TS mit den Jungs, spreche mit denen ganz normal und ihr genießt einfach mal die Show. Wird eher informativ und vielleicht auch ein bisschen gefährlich werden. Letztens habe ich eingesprengt mit dem Auto. Versehentlich. Damit kann ich kein Auto fahren, aber man kann Autos abarbeiten, um Metall zu bekommen. Ja, nicht lange reden. Direkt mal ins Teamspeak gegangen. Kleine Sekunde. Das machen wir direkt hier. Zack. Insufficient permission. Channel switched. Nabend. Servus. Ahoi. Hat Mike richtig viele tonnenweise Benzin irgendwie, das er hortet? Ja, die horte ich. Richtig. Eins. Wieso hortest du diesen Sack? Also ich brauche für meinen Bohrer. Und ich habe auch so einen Bohrer. Und da besorgt er halt Benzin. Ich werde auch so von euch immer gedisst. Da gebe ich nichts ab. Nee, Quatsch, kann ich gerne machen. Wir können aber auch, wenn es zu hell ist, mal losgehen und in die nächste Tankstelle befallen. Ich will erstmal jetzt losgehen und Nahrung holen. Ja, hast du schon alles weggefressen, du Fettsack. Ich hab alles ab. Immer wenn ich on komme, ist nichts mehr zu fressen da. Ich war's nicht. Da ist doch noch was. Die ganze 5. Das haben wir gerade gemacht. Nein, ich hab's weggeschmissen. Nein, das ist doch eins. Ich hab's zuerst gesehen. Schnell mal alles aufessen hier. Wasser nehme ich da noch ein bisschen mit. Haben wir noch welches? Wo ist das ganze Wasser hin? Ah, da. Ja, Wasser haben wir genug. 12 Munition habe ich genug. Nahkampfzeug habe ich noch. Wir müssen was reparieren, vorher wohl unterwegs. Ich nehme noch so ein paar Reparaturdinger mit. Hier so Scripts. Und so Gedöns. Ich glaube, ich muss eine Steinachse mal herstellen. So. Die nehme ich mal mit. Ah, warte, das sind ja gar keine Metal Strips, das sind Metal Strips. Ach, dann habe ich die immer verwechselt. Ja, reparieren und so ist ja auch so Kunst für sich selber. Klar, Crafting. Repair. Hast du immer noch Steinäxte oder sowas? Ja, in einer der Truhen müssen Steinäxte sein. Genau, Metal Strips. Ach, nein, guck mal, ein Metal Strip reicht schon ziemlich. Ah, ja, okay. Ja, genau. Perfekt. Ich muss jetzt nicht noch schneller herstellen, kann ich jetzt. Okay, das war jetzt nicht unbedingt super schnell gut repariert. Muss ich die einzelnen, oh Gott, muss ich die einzelnen reinlegen? Warte mal. Ah, jetzt ist er wieder fertig. Das ist ganz schön teuer, das Zeug. Was kostet denn? Schön, dass man das immer suchen kann. Ich hab's immer wieder vergessen, dass man Metal Strips einfach eingeben kann. Sonst immer so, scroll, wo ist es denn? Oh, warte mal. Das ist zum Beispiel besser als beim Rust, da hast du dich immer tot gesucht. Ja, die machen diese etwas besser als Rust. Ja. Die Grafik ist zwar bei Rust ein bisschen besser, aber das ist auch alles. Was sagst? Auch besser als Nether. Also Nether konntest du nicht mehr echt mit jagen, das ging ja gar nicht klar. So, den Sebastian noch ein bisschen lauter machen, der ist ein bisschen leise bei mir. So. Mark war glaube ich in Ordnung. Mark ist nicht in Ordnung. Jetzt schon. Jetzt hat er sich erstmal freigerülpst. Nee, warte mal. Okay, wir haben Tageslicht. Wer brauchte Benzin? Wer wollte Benzin? Was für ein Benzin? Ich will auch Benzin haben für meine Kettensäge zum Bäume fällen. Dann müsst ihr uns das teilen. Das sind 10 Stück, die ihr jetzt hingeworfen habt. Die macht da 5 jeweils und habt da ein bisschen Benzin. Rest. Masse kriegt nur 3, ich krieg 8. Es liegen da 10. Versuch Programmierfehler. Er ist ein Programmierer, genau. Er muss Verdammt, ich krieg diesen Hirsch nicht erschossen. Dann komme ich mit dem Vorschlaghammer und hau drauf. Nee, jetzt muss ich mal gucken, brauchen wir irgendwas. Wasser haben wir, Essen haben wir, Metal Strips haben wir. Na dann. Gemüse hängt ja auch da draußen jede Menge noch rum. Da klebt irgendwas. Pflanz mal Kartoffeln an. Ich habe keine Kartoffeln. Genau.
Ich habe eine Kartoffel, ich habe die noch nicht verbraucht. Die weiß ich nicht, also eine einzige Kartoffel ist ganz da hinten gewesen. Geh mal hier, zwei Kartoffeln kann ich natürlich rausziehen, mach ich mal. Und dann musst du eine umwandeln in Samen, ne? Ich entsame sie. Genau. Potato Seeds. Dann will ich die aber nicht mehr essen. Du willst es doch auch. Ich mach zwei draus, weil es ist eine gewesen, jetzt haben wir dann zwei. Oh, halt, stopp, nein. Ist egal. Acht haben wir jetzt, acht Samen. Achtmal besamt worden. Die Schilder in deinem Kopf, ne? Kriegst nie wieder raus. Ja, ich versuche gerade das Filmmaterial zu verbrennen. dann muss ich hier einmal kurz den Boden nochmal umgraben. Das hasse ich ja immer wie die Pest. Nein, nicht mit. Jetzt, ja. Sind die Bäume eigentlich gewachsen mittlerweile da draußen? Oh ja, ein bisschen. Ist das eine Supply-Kiste da hinten? Ich glaube ja. Liegt da Stroh? Sein. Du musst es ja sofort looten. Also ins komplett. Die geht sonst kaputt und du musst alles vom Boden aufpflücken. Das ist echt scheiße. Ah, Mann, dass man immer diesen blöden Graskram hier holen muss. So, also an mir ist ein richtiger Gärtner verloren gegangen. Ich habe ein MacDivers Buch gefunden. Ach doch, ja, ist ja, die sind cool. Eisenhelm-Schema. Oh, sehr gut. Da habe ich mich auch die Metallrüstung gelernt aus dem Ding. Irgendwo weiter hinten, falls ich keine geholt habe, müsste auch noch so eine Dings-Überlebenskiste runtergegangen sein. Im Westen ungefähr die Richtung. Aber MacDiver kenne ich jetzt, glaube ich, schon. Deswegen kann ich das mal überlassen. Antibiotika, erste Hilfe setzt. Was zum Teufel ist das hier mit dem Wasser? WT fucking F, soll es ein Brunnen werden? Nö, ich reiß es ab. Nö, Wasser. Marc ist. Du bist raus. Da kann man richtig reinschwimmen. Oh, da kommt die Krankenschwester. Ne, das ist ein Homie hier. Das hat mich gehauen. Böses. Das hat immer sofort gestunt. Das weißt du, hast so eine riesen fette Rüstung an. Ja. Ne? Ein riesen Teil an Metall und sonst was. Ich sehe gerade, ich brauche noch Metallhosen. Ach ja, Sebastian. Basti, ich Basti. Kann die herstellen. Magst du die mir einmal basteln? Geil. Hosen kann Massi machen. Ich kann die Stiefel nur, glaube ich. Die Stiefel wären auch cool. Hose und Stiefel bräuchte ich noch, bevor ich loswandere mit euch. Okay. Was machst du denn da hinten? Gestürzt. Du bist gestürzt. Aber komplett einfach durch die Welt gestürzt. Oh. Wenn ich jetzt respawne und immer noch da unten bin, dann habe ich ein Problem, dann kriege ich meine Sachen nicht wieder. Das ist natürlich uncool. Ah. Im schlimmsten Fall basteln wir zumindest das Zeug wieder, was du sonst so hast, aber... Ich brauche noch ein bisschen, um dir das herzustellen, weil ich... Ich stell grad was her, was noch 2 Minuten dauert. Macht nix, ich guck mal gerade. Hast du Material dafür überhaupt? Ansonsten. Der Respawn hat geklappt auf dem Dach. Ja. Nee, ich glaub nicht. Glückwunsch, Marc. Ach, jetzt sind die mit Graben gestürzt nach unten. Oh, ich bin gerade im Spiel beigetreten, obwohl ich schon drin bin. This does not bode well. Das ist doch mal noch die alten Nachrichten. Hm, wenn da jetzt ein neuer kommt, steht da auch Markinator died. Ja, wir haben hier noch Forged Iron haben wir auf jeden Fall noch da. Iron Ingots ein. Ich könnte nochmal draußen ein paar Steine bohren gehen, dann könnte ich noch ein bisschen Eisenerz bringen. Das wäre, glaube ich, mal eine Option. Dann mache ich das, ist ja eh gerade hell. Gibt es irgendeinen Trick, wie man Wild findet? Oder irgendwo eine Gegend, wo das perfekt funktioniert? Wo man Wild findet? Eigentlich nur zufällig Südwesten von uns aus. Ich habe immer kurz das Bein gebrochen. Gut, dass ich im Osten bin. Ich, im Nordosten. Ich geh mal ganz kurz. Leicht südlich ist, ist ein Haus, da war viel Wild drumherum. Der Stollen sind übrigens auch sehr cool. So, nehmen wir kurz einen Splint. Eigentlich müsste die ganze Welt untergraben und so Durchgänge bauen. Genau. Müssen wir eigentlich wirklich machen zu den nächsten Punkten, die wirklich wichtig für uns sind, falls du mal was. Gibt's hier drin eigentlich Respawn im Spiel? Ja, ich meine schon, ne? Ja. Mhm. Dann könnte man echt sagen, zu einer Tankstelle zum Beispiel mit unseren Bohrern ein Loch durchgraben. Dass man da durch kann und nicht mal oben rumlaufen muss, vor allem nachts ist das ganz praktisch. Das ist doch eine Scharfschützengewehrgriff. Scharfschützengewehr schafft. Ja, wir brauchen noch so einen Lauf ich vorne. Ich habe alles für Scharfschützengewehr, glaube ich, jetzt gefunden gerade. Ja, super. Den Lauf? Genial. Das wäre klasse. Basti, wo hast denn du die, Was ist der überhaupt? In den Koffer. Ach, ja, so, warte mal, also eine Tankstelle war hier oben im Norden, glaube ich. Das hier müsste die Tankstelle gewesen sein, oder? Wo war ich denn da? Wenn man es erkennen würde auf der Dings. Nee, warte mal, das hier. Das sind die Felder, genau. Ah, nee, dann ist das hier ist die Tankstelle. Gut, das war ganz schön weit weg.
Da ist Marse, du bist jetzt quasi, wenn du Richtung... Was ist das für eine Richtung überhaupt? 67 Nord, 51 Ost gehen würdest, würdest du Richtung Tankstelle laufen. Da habe ich die ganzen Dinger her. Die Ölfässer, okay. Vielleicht ist da ein Respawn. Müsstest du zeitlich eigentlich noch schaffen können. So, ich wollte Steine zersäbeln. Wegen Eisen. Ja, du bist auch am... Ich höre es auch, du bist auch gut beschäftigt. So krass, dass man das nicht, einstellen kann. Mal kurz was trinken, bevor ich das mache. So. Was also, gräbst du da überhaupt ab? Scharfschützengriffe, okay. Eisen? Hast du Steinchen gefunden, ja? Jede Menge. Hier auf der anderen Seite sind nicht... Oh, das sind... Empty Birds. Das sind nur Zombies und so ein Kram, aber keine Steine mehr großartig. Geh mal auf die andere Seite. Gucken wir mal zu dir. Bist du unter der Erde, oder wo? Ja. Und hast da unten Eisen gefunden? Ja, Eisenerz. Hm. Ich wollte Steine zersäbeln, aber... Na dann. Ich glaube, du kommst gleich irgendwo raus. Meinst du? Kann durchaus sein, ja. Du hast dich sehr nah an. Nö. Ach, hier kommt man über die Mauer. Hier kommt man über die Mauer drüber, okay. Ja, nicht so cool. Komm ich hier wieder rein, verdammt? Ich baue mir gleich ein Loch. Damit ich hier wieder reinkomme. Ist da eine Mine dazwischen? Ja, da liegt eine Mine, da gehe ich nicht rein. Ja, super. Also ich muss sagen, wir sind schon echt gut einbalsamiert worden hier. Auf der anderen Seite Zombie, alles klar. Dann mache ich mich langsam auf den Rückweg wieder, um die Scharfschützen-Teile zu bringen. Außerdem ist der Tag voll. Ja, dann komme ich mal mit in die Mine. Der Garten ist echt hübsch geworden. Immerhin habe ich einen Hirsch erlebt, also... Und du hast vor allem die ganzen Materialien von unseren Snipers mitgebracht. So. Können wir schon Achterkette drauf machen, dann Snapper auf den Herstellen. Mhm. Auf jeden Fall. So, bist du rechts oder links? Du bist links runter wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube ja. Ja, da unten bist du. So, Eisen ist dann dieses leicht gräuliche. Das gräuliche ist Blei, du brauchst das dunkelbraune. Du hörst es im Ah, das da. Okay. Ja, ja. Ich brauch noch Eisen gedacht. Gang außenrum noch fertig, wo du durchschießen kannst. Kein Platz mehr? Oh, tatsächlich. Lol. Scheiße, jetzt geh ich das Zeug hier weg. Huch! Ich fall durch die Erde! Nein, ich will nicht durch die Erde fallen! Du musst vor allem aufpassen, wenn du diesen sandähnliche Zeug hast in Kies. Ja. Der kann auf dich runterfallen, da bin ich schon ein paar Mal dran gestorben. Also wie Minecraft. Ja, das ist laut, ey. Stein, scheiße. Ah ja, hier, das ist Gravel, genau. Hm. Müsste, kommt man hier überhaupt noch rein oder raus, oder wie? Clear. So, ich geh jetzt. Ah, Kohle. Den hol ich mir noch. Ich esse mal gerade was. Dann hab ich wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Nom nom nom. Lecker, lecker Schwein. Ich mach uns mal Licht hier, weil sonst ist nämlich langsam sehr, sehr dunkel. Leuchte mir heim. Lecker, wo ist denn hier überhaupt noch? Jetzt sieht es echt goldig da aus in der Ecke. Das ist aus dem Stein, oder? Das ist ein Stein, das könnte... Ja, das ist halt... Oh, was war das denn? Ach, das ist Lead. Okay. Ich habe gerade Potassiumnitrat gefunden. Was für dich? Ja, genau, das frage ich auch gerade. Irgendein Nitrat habe ich gefunden. Das ist gut, das kommt jetzt die Flash Emotion. Hallo.
glaube, ich mache tatsächlich mal, wenn wir im Esel schon so einen Gang haben, in Richtung Tankstelle. Warst du da jetzt eigentlich? Ja, ne? Ich? Nein. Nee, was nicht. Zack. Ich. Inventar ist voll und ich habe die beiden Hirsche dabei und einen Hasen. Das muss jetzt einfach zurückgebracht werden. Ich könnte auch erstmal in eine andere Richtung latschen, wo wir auch nicht fahren. Vielleicht gibt es auch noch eine Tankstelle. So in die Richtung mal gucken. Aber jetzt ist eh gleich dunkel. Das heißt, jetzt rausgehen ist eh eine doofe Idee. Mhm. Aber wir kommen jetzt ja gleich wieder, dann kann man erstmal die Sniper bauen. Beziehungsweise die Molds. Genau. Unten haben wir gar nichts mehr, ne? Nee. Das ist nur Staffage. Ey, Kisten kannst du glaube ich nicht abbauen, ne? Ich meine schon, warte mal. Ich probier's mal kurz mit dem Hammer. Klöp. 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 Okay, Hammer ist vielleicht ein bisschen doof, Moment. Wie schön, dass hier Zombies im Zaun zum Grundstück drin sind. Ja, es ist glaube ich eine Lücke irgendwo im Zaun. Kisten kann man nicht abbauen, nein. Sagte ich nicht, es wäre nett, wenn einer die Lücken stopfen würde, weil ich auf die. Okay. Kann sein, warum ist die Tür offen? Ja, es wäre nett, wenn einer was macht, wenn das, wenn so einer bei uns auf Arbeit in den Raum kommt, dann reagiert auch keiner. Es wäre irgendwie super, wenn mir jemand die Rüstung machen könnte, die mir noch fehlt. Mhm. Werde ich genauso ernst nehmen wie das Herstellen von Tomorum. Ich bin beim Loslaufen habe ich 7 oder 8 Zombies aus dem Garten geschossen. So. Ja, irgendwas musst du ja können. Ich, das kannst du Zombies erschießen. Ich bin auch von der Karte gefallen. Unter der Erde, ne? Auslaufen, ja. Nochmal einloggen, bei mir hat's geklappt. Also. Ich fall grad. Ich hab halt jetzt erstmal ein bisschen. Hab ich irgendwas dabei? Ja, ich hab gerade nichts dabei. Ah, ich wollte ja, siehst du die Kohle in ganzen Scheiße. Das ist immer das Problem. Ich mach irgendwas, werde dann abgelenkt von meinem Gehirn. Das ist ja typisch bei mir. Und dann hab ich vergessen, die Sachen irgendwo einzulagern. Und schon frage ich mich, warum ich keinen Platz mehr habe. Ja. Im Gegensatz zum Programmierer habe ich ein Gehirn. Die haben ja nur Ignoranz. So, warte mal, let. Ich programmiere mir ein Gehirn. Was? Oh, das kann ja nichts werden. Warum habe ich eigentlich noch eine Steinaxt im Inventar? Um Gottes Willen. Jetzt bin ich hier draußen. Schön. Aber ich habe wenigstens noch alles, was ich vorher hatte. Kohle war links, glaube ich, da irgendwo. Oh Gott. Ja. Kohle. Jetzt hole ich nicht mehr rein hier. Und Wildchen ist wirklich irgendwie überschaubar. Also irgendwie gibt es so wenig Viecher. So. Eisenerz haben wir reingepackt. Ach was, Eisenerz kann ich auch gleich mal verbrennen. Ich kann echt alles mal gerade. Verbrennen, Feuer, Feuer. Kann man eigentlich dieses normale Benzin für irgendwas gebrauchen, das normale Öl? Genau. So, Iron. Die auch ganz cool wären. Ja, sehr schön, das ist herrlich. Ja gut, ich kann jetzt 10 Minuten immer AFK gehen. Nee. Man muss nicht im Feuer stehen bleiben, das ist eigentlich ganz cool. Man darf es nicht vergessen. Darf kein anderer rangehen, das war ja. Also bitte jetzt nicht an die obere Forge gehen, da wird gerade Eisen geschmolzen. Ich nehme ein paar Wooden Spikes mit, die können wir unten nochmal dran packen. Und ich sollte reparieren gehen. Das machen wir dann mit den... Sind die Wooden Shingles schlechter als irgendwas anderes aus Holz? Haben wir den Scharfschützengewehr Handschutz? Dann haben wir es nämlich vollständig. Warte, ich guck gerade. Wir haben die Barrel. Handguard haben wir auch. Scope haben wir auch. Und du hast halt das letzte. Das sind alle hier in der Kiste, kannst du rausholen aus der Supply. Links neben Supply oben. Genau. Jetzt zieht es gerade quasi drauf. Dann kannst du jetzt ja vielleicht 4 Stück basteln. So der Plan, aber... Die Dinger sind so unglaublich gut. Ja, das dauert noch ein bisschen. Gut, dann mache ich unten mal noch... Was habe ich da jetzt gerade noch gehabt? Scharfschützengewehr, Scharfschützengewehr, Zielfernrohr. Geil.